Karibis ist ein abnormales Talent. Er hat den perfekten Sprung, den perfekten Ablauf, er hat die perfekte Einstellung. Christian Amann, Karibis Z. Karibis Z is in 2007 geboren en zijn vader is Caritano Z. Hij is de eerste zoon van Paris Cellens Canasta Z, die op 1,60 meter niveau sprong. Canasta Z is dan weer de eerste nakomeling van Carlaya Z, die met Julian Melchior in de sport liep en de gekeurde hengst Apollo Z gaf. De familie gaat terug op de stammerie Aglaya Z. Van daaruit ontstaan succesverhalen van Nations Cup winnaars, als As Cold As Ice Z van Julian Melchior, Charisma Z van Leslie Burr Howard en Dobels Vreegdag van Otto Becker. Er macht kein Problem aus irgendwelcher Situation. Er macht kein Problem, ob auf Gras gesprungen wird oder auf Sand, in einer kleinen Halle oder in einer großen. Von Anfang an, vom ersten Turnier an, betritt er die Bahn, hat man als Reiter ein total sicheres Gefühl. Er hat den Überblick, das Blut und den Willen, seine Sache hundertprozentig zu lösen. Und das gibt natürlich dem Reiter einen riesen Vorteil. Ich glaube, das fünfte oder sechste Turnier war für ihn die Weltmeisterschaft in Lanaken, der siebenjährigen Pferde, wo es sicherlich schon über einen kleinen Zwei-Sterne-großen Preis geht am Sonntag. Er hat das unglaublich gelöst mit seiner Intelligenz, seiner Art von Springen und seinem Wille, das ordentlich zu machen. Kann man eigentlich nicht von einem normalen Pferd verlangen, ehrlicherweise, aber wir haben es probiert und er hat es von Anfang an unglaublich durchgezogen. Caribis Z is bij ons op de stoeterij geboren uit de sportmerk Canasta Z. De grootmoeder van Caribis Z, Carlaya Z, heb ik zelf ook op het hoogste niveau gereden. Caribis Z is de derde generatie paarden die op het hoogste niveau succesvol springt. Het is een compacte hengst die heel gespierd is. Hij is een superfijn paard in de piste, één die echt meewerkt. Ook de moeder en grootmoeder hebben deze kwaliteiten. Het zijn paarden met het juiste aantal bloed, goed te rijden en de juiste mentaliteit. Ik verwacht in zijn veulens, in zijn eerste jaargang veulens, zeer atletische veulens met een heel goede balans en goed gebouwde veulens. Het enige waar ik op zou letten is dat de merries toch een beetje maat meebrengen.